stecken wir hier? Und wohin führt unser Weg? Es ist wie morgens aufstehen, wir beginnen mit unserem Dreh. Wir stellen keine Fragen, wir folgen stets der Masse. Vergeuden unsere Zeit mit, wie kommen wir schnell am Patte. Wir ahmen alles nach, was wir im Fernsehen sehen. Von Haarstyle, Klamotten, doch keine ernsten Themen. Wir denken nicht so viel nach, wir machen nichts zum eigenen Wohl. Und wenn es uns zu viel wird, greifen wir zum Alkohol. Wir hören unsere Gedanken, sie können es stoppen wohl. Wir lernen den Lifestyle von Sex, Drogen und Rock'n'Roll. Aber jetzt im allen Ernstes, ich muss eines lernen. Ist da mehr in diesem Zyklus, als zu wachsen und alt zu werden? Leben und Sterben, Luxusautos und ein schöner Sitz. Eine Menge an Eigentum, das ein anderer später besitzt. Ich muss es wirklich wissen, bevor mein Grab geschlossen ist. Versuche Antworten zu finden, denn Fragen kostet nichts. Was machen wir hier? Haben wir uns denn verschätzt? Wie sind wir hergekommen und was macht uns so perfekt? Und was passiert, wenn wir gehen? Wir sagen Nein zum Gewissen. Fragen, die wir uns nicht beantworten, weil wir einfach nicht müssen. Wir wollen nicht glauben am Vergessen, woher unsere Spuren sind. Und du glaubst wirklich, unsere Existenz ist naturbedingt? Dann lass mich dich fragen, der Zufall, schafft er das? Oder war es jemand anderes, der dich erschaffen hat? Denn es scheint so, als wärst du unfähig zu erkennen. Denn ein Mensch besteht aus Billionen unendlichen von Zellen. Es gibt keine Kamera auf der Welt, die annähernd wie das Auge zielen kann. Noch ein Computer, der mit der Fähigkeit des Gehirns konkurrieren kann. Und wenn die ganze Welt zusammenkommen würde, egal wie viele es machen, wären sie nicht in der Lage, eine einzige Fliege zu schaffen. Glaubst du an Gott oder spielst du mit dem Teufel ein Spiel? So viele Zeichen und dennoch leugnen wir sie. Die Wissenschaft sagt, dass alles aus dem Nichts gekommen ist, doch ihnen fiel nicht ein, dass es eine simple Rechnung ist. 0 plus 0 ergibt niemals 1, weil alles seinen Ursprung hat. Einen Schöpfer, ein Richter. Ich meine, der einzige Grund, wieso du dieses Video siehst, weil du auf Play gedrückt hast. Wir können da an den Urknall glauben, an das, was unser Zufall vorsieht, aber eher sollten wir an ihn glauben, der den Urknall hervorrief.